Begrüßungsfeier für den dritten Doktorandenjahrgang im International Graduate Center for the Study of Culture, GCSC. Seit 2006 wird das GCSC im Zuge der Exzellenzinitiative gefördert und vergibt jährlich bis zu 10 Doktorandenstipendien in den Kulturwissenschaften an hochqualifizierte Bewerber und Bewerberinnen aus der ganzen Welt. Außerdem wird das International PhD-Net for Literary and Cultural Studies eröffnet, das die internationale Perspektive des GCSC weiter ausbauen und verstärken soll. Das International Graduate Center for the Study of Culture verfolgt vor allem drei Ziele. Das Wichtigste für uns ist natürlich, unseren Doktorandinnen und Doktoranden optimale Promotionsbedingungen zu etablieren. Das Zweite, worum es uns geht, ist, zusammen mit unseren internationalen Partnern eine Art von Vorreiterrolle für die Entwicklung neuer Promotionsmodelle in ganz Europa zu spielen. Das dritte Ziel besteht darin, nachhaltige Kooperationen mit unseren internationalen Partnern zu etablieren, um auf diese Weise unsere Doktorandinnen und Doktoranden auch fit für Europa zu machen. Die Doktoranden bewerben sich hier im GCSC schon mit weit entwickelten Vorschlägen für ein Promotionsprojekt. Daraus entwickeln sie mit der intensiven Betreuung und den umfangreichen Angeboten des Graduiertenzentrums ihre spannenden Dissertationen. Xenia Robbe und Steffi Bock gehören auch dazu. Sie haben sich ganz bewusst um eine Promotion in Gießen beworben, weil ihnen das Angebot sehr gut gefiel. Stefanie Bock untersucht die Inszenierung von Deutschlandbildern in Werken englischsprachiger Autorinnen vor dem Ersten Weltkrieg. Xenia Robbe beschäftigt sich mit der Darstellung von Mutterschaft in zeitgenössischen Werken von südafrikanischen Autorinnen. Für mich ist das interessant, dass man hier seine Forschung fortsetzen kann in interdisziplinären und internationalen Rahmen und auch, dass hier ganz viel Angebot gibt von verschiedenen Kursen und Masterclasses und Workshops, viele Interaktionen, viele Zusammenarbeit und auch, dass es ganz viel Raum gibt für persönliche Initiativen. Genau das wollen die Professoren hier unterstützen. Wir sehen unsere Graduierten als hervorragende Nachwuchsforscher und haben unser Curriculum daraufhin ausgerichtet, unseren Doktoranden die bestmöglichen Konditionen für eine optimale Dissertation hier in Gießen zu gewährleisten. Dazu gehören interdisziplinäre Kolloquien, dazu gehören Workshops und Masterclasses und immer in Verbindung mit unseren internationalen Kooperationspartnern, damit unsere Studenten sehr früh auch für einen internationalen Markt gestärkt sind. Die Beratung und das Coachen während des Studiums erfolgen dabei nicht nur durch die professionellen Betreuer, sondern vor allem auch durch Mentoren und Peergroups. Auch um die interdisziplinäre Zusammenarbeit unter den Doktoranden zu stärken, die aus vielen verschiedenen Disziplinen kommen. Ich fühle mich im GCSC sehr gut aufgehoben und bin insbesondere mit der Betreuung unheimlich zufrieden. Ich würde sogar sagen, dass die Betreuung eine der großen Stärken am GCSC ist, weil man in allen Fragen rund um die Promotionbetreuung erhält. Das heißt also auch bei Stipendienbewerbungen, bei der Bewerbung für die Teilnahme an Konferenzen, beim Artikelschreiben, in allen Angelegenheiten. Die Betreuung findet auch auf mehreren Ebenen statt. Das heißt also, man hat seinen Erstbetreuer natürlich, aber man hat auch Mentoren auf Postdoktorandenebene und kann natürlich auch mit den anderen Doktoranden am GCSC sich unterhalten, wenn es mal brenzlig wird. Das Teaching Center vertritt das Motto Promovieren mit Perspektive. Besonders für die Absolventen, die eine Karriere im akademischen Bereich einschlagen, sind didaktische Kompetenzen und Organisationstechniken genauso wichtig wie wissenschaftliches Fachwissen. Aber auch in vielen anderen Berufsbereichen gehören sie zu den Schlüsselqualifikationen. Die professionelle Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen ist ein großes Zukunftsthema in der Universität, aber auch darüber hinaus bei der raschen Erneuerung des Wissens in allen beruflichen Kontexten. Deshalb möchten wir am GCSC nicht nur professionelle und exzellente Forschung entwickeln, sondern unseren Doktoranden und Doktoranden auch exzellente didaktische Kompetenzen mit auf den Weg geben. Neben dem Teaching Center, das didaktische Kompetenzen zum Wissenstransfer vermittelt, gibt es weitere Angebote für die Zeit nach der Dissertation. Der Career Service unterstützt die Doktoranden in der Karriereplanung, vor allem wenn sie sich noch nicht sicher sind über ihren Weg nach der Dissertation. Wobei wir auch großen Wert darauf legen, dass Berufsfelder zum Tragen kommen, die normalerweise nicht sofort im Kopf sind. So versucht das GCSC, den Doktoranden den Weg zu ihrem Traumjob zu ebnen. Das Konzept der Graduiertenschule geht damit auf und verspricht eine facettenreiche Zukunft. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir heute so viele Top-Institutionen hier in Gießen zu Gast haben, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus zum Beispiel Bergamo, Helsinki, Stockholm und Lissabon.
werden wir sicherlich unser Ziel erreichen, dass wir ein Netzwerk von Graduiertenschulen und Graduiertenzentren in ganz Europa entwickeln.